Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Business Today, unserem Medientalk hier im Rahmen der Medientage München. Inhalte, wie kann man die bezahlen, wie kann man zukünftig noch gute Inhalte produzieren, das wollen wir heute etwas näher vertiefen und dazu freue ich mich hier im Studio bei uns begrüßen zu dürfen, Ralf Hussmann, der Produzent von Stromberg. Herr Hussmann, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Sie nehmen ja hier auch an einem Panel teil zum Thema Paid Content. Kommen wir aber zunächst zu Ihrem aktuellen Filmprojekt. Ein Crowdfunding-Projekt war das, 1 Million für Stromberg. Wie ist Ihnen die Idee zu diesem Crowdfunding-Projekt gekommen? Es war eigentlich reiner Zufall. Die französischen Kollegen von der MMC machen das im Prinzip seit Jahren für den Musikbereich. Die Idee ist ja sozusagen, dass Menschen nicht nur im klassischen Crowdfunding eben Geld geben, um dann am Ende ein T-Shirt zu kriegen oder eine DVD, sondern bei uns ist die Idee ja, dass man sozusagen Investor wird, also wie eine klassische Aktienanlage. Das machen die Franzosen seit Jahren im Musikbereich. Das heißt, die Idee ist im Grunde genommen, Künstler stellen ein Projekt vor und sagen, das würden wir gerne machen. Wenn ihr auch wollt, dass das Projekt entsteht, dann brauchen wir dafür Summe X. Wenn die Summe zustande kommt, wird das Projekt realisiert. Wenn nicht, dann eben nicht. Und das fand ich ganz spannend, weil ich das in dieser Form noch gar nicht kannte, dass es eben ein Investment ist, an dem die Investoren eben am Ende auch beteiligt sind. Also sprich, bei den Gewinnen werden die Investoren eben mit beteiligt. Das fand ich ein interessantes Modell und wir haben das zum ersten Mal dann eben auch auf das Kino übertragen und haben halt 1 Million eingesammelt, um jetzt am Ende bei 1,4 Millionen Besuchern im Kino auch wieder Gewinne auszuschütten. Ist denn Crowdfunding prinzipiell vorstellbar als Zukunftsmodell, um Inhalte, ähnliche Inhalte dann auch so zu finanzieren? Waren Sie zufrieden damit? Es ist ja zumindest erstmal nur eine Teilfinanzierung. Also man kann sicher, glaube ich, nicht wesentlich mehr als die Millionen einsammeln. Also wir haben, glaube ich, ganz kurze Zeit eine Weltmeisterposition inne gehabt, dass wir sozusagen das Projekt waren, was am meisten Geld eingesammelt hat. Die Amerikaner sind ja da so ein bisschen offener und ein bisschen freier und können es auch ein bisschen größer fahren. Aber ich glaube, mehr als 1 Million wird dann schon schwierig, weil entsprechend muss ja auch 1 Million Leute, müssen ja auch ins Kino gehen, damit sich das am Ende wieder refinanziert. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele deutsche Filme, die mehr als 1 Million Zuschauer haben im Jahr. Deswegen glaube ich, ist das schon relativ begrenzt auf sehr spezielle, ganz klar ausgerichtete Projekte. Aber für die kann es natürlich interessant sein. Also ich sag mal, wenn jetzt ein Star mit im Rennen ist oder ein sehr bekanntes Projekt oder irgendwas, womit die Leute schnell was verbinden können, dann ist es sicher zumindest eine Möglichkeit, auch einen Teil der Kosten mit zu finanzieren, neben der klassischen Förderung und den ganzen klassischen Finanzierungsmöglichkeiten. Welche Refinanzierungsmöglichkeiten gibt es denn dann eigentlich in Zukunft für Kinofilme, für gute Serien? Denn Problematik ist ja auch gerade im Online-Bereich Serien immer mehr Anbieter. Man hat diese Verstreuung, das heißt, die Budgets verteilen sich ja auch immer weiter. Das stimmt. Das wird auch weiterhin schwierig. Also es ist, glaube ich, gibt jetzt kein Patentrezept, wo man sagt, das ist diese eine finale Lösung, sondern ich glaube, wie auch in unserem Fall ist ja das Crowd-Investment sozusagen nur ein Baustein in der Finanzierung, neben den ganzen klassischen Geschichten wie Filmförderung und eben natürlich auch Fernsehrechte, auch DVD-Rechte, auch VOD-Rechte und so weiter. Da kommt ja dann am Ende ein Konglomerat aus 4, 5 verschiedenen Quellen raus, so wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ich halte das jetzt erstmal für einen gangbaren Weg, weil die Menschen ja auch gemerkt haben, dass es jetzt nicht was Exotisches ist, sondern was auch in allen anderen Bereichen funktioniert. Also Crowdfunding ist ja zumindest auch außerhalb von, sagen wir mal, Kultur im weitesten Sinne ein Thema. Also jeder Bäckerladen, jede Jurastudentin macht das ja mittlerweile, indem sie einfach sagt, so, mir fehlen noch 10.000 Euro, um mein Studium zu absolvieren und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Aber die Menschen haben zumindest gesehen, dass es jetzt nicht was ist, was irgendwie obskur ist oder seltsam oder wo man über den Tisch gezogen wird, sondern was eine realistische Chance hat, am Ende auch nochmal Geld abzuwerfen. Und solange das so ist, glaube ich, gibt es auch nochmal mehr Möglichkeiten, in der Finanzierung, sagen wir mal, ein bisschen breiter zu werden und ein bisschen mehr Menschen auch anzusprechen, die sich da vielleicht bislang noch nicht mit beschäftigt haben. Und man hat es ja auch gesehen, also zumindest in einem großen Koalitionsvertrag der neuen Regierung ist es ja auch ein Thema. Also ich glaube, es wird sicher in Zukunft nochmal bei mehr Projekten zum Einsatz kommen. Und vielleicht ist das zumindest noch mal eine Möglichkeit, auch im seriellen Bereich noch mal was zu bewegen, was wir bislang ja noch nicht tun. Crowdfunding funktioniert ja nicht ganz von alleine. Man muss da schon ein bisschen was tun, um diese Kampagne anzuschieben. Was ist das, was man da tun muss? Ja, ist eigentlich wie immer, man muss Geld investieren, um Geld zu gewinnen. Man braucht schon erstmal die technische Plattform. Also das ist ja auch erstmal
eine Geschichte, die nicht so ohne weiteres machbar ist. Also man kann es im Grunde genommen handeln wie einen ganz klassischen Online-Shop auch, aber man braucht halt eben auch eine Genehmigung der BaFin, man braucht halt ein paar Regulatoren, die eben sicherstellen, dass die Menschen eben ihr Geld auch zurückkriegen. Also man muss das ja sozusagen auch für die Fälle, dass es jetzt zum Beispiel nicht funktioniert und die Investoren, die bis dahin aber gezahlt haben, die müssen ja dann ihr Geld trotzdem zurückkriegen. Man muss darauf vorbereitet sein, dass es auf allen möglichen Browsern läuft zum Beispiel, dass man, das hatten wir das Problem, zum Beispiel eben nicht nur über Kreditkarten funktioniert, sondern eben auch über klassische Überweisungen. Also unser Partner in dem Fall waren die Franzosen, die eigentlich viel mehr gewohnt sind, über Kreditkarten abzurechnen. Und in Deutschland gibt es viel mehr über die ganz klassische Überweisung. Und darauf waren viele nicht vorbereitet. Und man muss eben auch mit den Eventualitäten rechnen, dass Menschen eben ihre Investitionen zurückrufen, um dann am Ende den Rückruf wieder zurückzurufen und zu sagen, ah, es funktioniert ja doch, deswegen möchte ich dann doch wieder investieren. Das dauert ja manchmal 4-5 Tage und dann hat man relativ viel Diskrepanzen so in der Bilanz, wo man sagt, so, da ist das Geld noch drauf, dann ist es eigentlich schon wieder runter, jetzt will es aber wieder zurück investieren. Also es gibt schon viele technische Finessen, die man beherrschen muss, und deswegen braucht man, glaube ich, Menschen, die das schon mal gemacht haben, die sich damit auskennen oder die zumindest mal was Ähnliches schon mal gemacht haben. Und man braucht natürlich auch Marketing, aber man muss Menschen haben, die in der Lage sind, sozusagen eine Marketingstrategie zu entwickeln, weil bei uns hat es jetzt erstaunlicherweise in 5 Tagen funktioniert, aber wir hatten eigentlich einen Plan, der auf 3 Monate angelegt war, und das braucht man, glaube ich, schon. Ja, ist das Geld dann einmal eingesammelt, dann kann man loslegen mit dem Dreh. Ich glaube, der Dreh ist ganz spannend bei Stromberg, denn das ist sicher eine ganz andere Atmosphäre am Set als vielleicht bei anderen Filmproduktionen. Was ist da das Besondere? Ob so viel anders ist, weiß ich gar nicht, aber sagen wir mal, wir hatten zumindest das Glück, dass wir das Format ja schon seit 10 Jahren machen und das eigentlich auch mit mehr oder weniger unverändertem Team. Also wir haben auch den Kinofilm eigentlich fast mit den Leuten gemacht, die seit 10 Jahren das Projekt als Serie betreuen. Das hat schon so ein bisschen Klassenausflugsmentalität, dass man sich eben jetzt wirklich auch sehr gut kennt, dass man alle 2 Jahre zusammenkommt, um mal für 8 Wochen eben diese Folge zu drehen. Das ist natürlich schon ein bisschen was anderes, als wenn man sozusagen ein Team neu zusammenwürfelt und eben sagt, jetzt machen wir für 20 Drehtage mal auf Familie. Bei uns war das tatsächlich so, dass sich alle eben wirklich seit 10 Jahren kennen. Und dadurch, dass wir alle wussten, der Film ist sozusagen der Schlusspunkt des Formats, zumindest in der Form, wie wir es bisher gemacht haben, war es halt dann eben auch noch mal ein bisschen wehmütig. Also lustig, aber auch wehmütig. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Schlusspunkt, aber für alle Stromberg-Fans, dürfen die auf irgendwas anderes, Neues in der Form hoffen? Ja, ich würde nicht ausschließen, dass wir sozusagen mit der Figur nochmal weitermachen und mal gucken, ob wir sozusagen jetzt, wo wir ihn im Film ja in eine neue Arena gebracht haben und er in die Politik gegangen ist, ob man daraus dann nochmal was machen kann. Aber es wird sicher ein Schlusspunkt sein für das Format, wie wir es bisher gemacht haben. Also wir gehen nicht wieder zurück in die Versicherung und zeigen, wie es in der Schadensregulierung weiterläuft. Aber ich will nicht ausschließen, dass wir, weiß ich nicht, in einem oder 2 Jahren sozusagen nochmal gucken, was aus dem Bernd geworden ist, wenn er jetzt in die Fänge der Politik gerät. Ich denke, das würde einige Fans ganz stark freuen. Wäre auch spannend. Ich verfolge das auch gerne weiter. Ja, ich bin auch Fan. Sehr schön. Alles Fans hier hinter den Kameras, auch jeder nickt, also einstimmig hier. Ja, Herr Hussmann, so viel für den Moment. Ja. Schön, dass Sie bei uns waren. Ihnen weiterhin viel Erfolg, gute Ideen für viele weitere spannende Formate. Dankeschön. Danke auch. Liebe Zuschauer, soweit Business Today für heute hier von den Medientagen München 2014. Alle Sendungen und Beiträge, die finden Sie zum Abruf bei medienportal.tv. Danke fürs Zuschauen und tschüss.